Ja, moin, liebe Bosen. Gut, dass ihr heute auch wieder dabei seid. Falls euch was auffällt bezüglich der Tonqualität, ein Mikro hat sich aufgehangen. Ich hoffe, das ist morgen wieder fit. Deswegen nutzen wir heute mal das Kameramikro. Ich hoffe, das klappt auch. Wie gesagt, morgen wird die Tonqualität wieder wie gewohnt sein. Aber ich wollte mich trotzdem heute bei euch melden, wieder im gewohnten Setup. Tante Waldraut hat eine Hand-OP hinter sich, deswegen liegt ihr im Krankenhaus. Schreibt einfach mal gute Besserungen in die Kommentare, da wird sie sich freuen. Und jetzt starten wir rein. Und nochmal vielen Dank für euren Support gestern. Absoluter Wahnsinn. So viele Kommentare zu meiner Saisonprognose, da muss ich mich noch echt reinhängen. Also gerne heute wieder ein Abo da lassen und einen Kommentar und einen dicken Daumen nach oben, dann freue ich mich riesig. Und eigentlich wollte ich das Thema nicht zu groß machen. Aber ja, jetzt berichtet auch Sky Sport News, dass Julian Weigel zurück in die Bundesliga geht und eventuell zu Borussia Mönchengladbach. Wir können gerne mal in den Artikel reinschauen. Ich teile ihn gerade mal mit euch. Also wie gesagt, torgefährlich ist er nicht. Ne? Hat letzte Saison 29 Spiele gemacht. 2 Tore, 3 Vorlagen. Hier ist der Bericht auch von Sky Sport News. Ne? Julian Weigel eventuell zurück in die Bundesliga zu Borussia Mönchengladbach. Da habe ich mich dann gefragt, okay, wenn das ein richtiges Gerücht ist, was können Sie sich Gladbach dabei denken? Eine Option ist, man sagt, die Defensive ist noch nicht stark genug. Wir brauchen noch einen polyvalenten Spieler, der Innenverteidigung und defensives Mittelfeld spielen kann. Dann wäre Julian Weigel wahrscheinlich eine richtige Wahl. Sehe ich aber nicht, weil ich glaube, dass wir in der Innenverteidigung, da könnten wir eventuell noch einen Weigel, glaube ich, eher gebrauchen als im Mittelfeld. Die andere Option ist, es steht noch ein Abgang ins Haus, vielleicht geht noch ein Nico Elvedi, ein Neuhaus oder Kone, was ich natürlich nicht hoffen will, dann könnte man ihn dadurch ersetzen. Ne? Aber ansonsten fände ich einen Weigel-Transfer ja, nicht unnötig, aber sehe ich auch nicht, weil Farke auch ganz klar gefordert hat, wir brauchen Offensivkräfte und kein Julian Weigel. Ne? Julian Weigel steht für alles außer Offensive oder Offensivpower und deswegen glaube ich nicht, dass er kommt. Interessantes Gerücht. Nationalspieler, deutscher Nationalspieler, wird bestimmt auch gut bei uns reinpassen, aber ich glaube, wir brauchen einfach die Kohle für vorne. Mein Statement dazu, vielleicht entwickelt sich da ja noch was. Ne? Oder vielleicht sind da auch noch Abgänge, wir brauchen Julian Weigel noch. Genau, dann kommen wir mal kurz zu den aktuellen Transfergerüchten. Gehen wir rein, wie in der Überschrift schon zu sehen, Bellio. Unterschreibt er diese Woche oder nicht? In dem Discord hier, zu dem werde ich gleich auch noch kommen, hat ein Kollege geschrieben, der sich ziemlich sicher ist, dass Bellio diese Woche unterschreibt. Wie gesagt, das ist keine Quelle von mir, das ist in dem Borussia-Discord, den ich gegründet habe. Wie gesagt, Bellio würde ich super gern sehen. Ist ein super großer Stürmer, bullig, genau was wir brauchen. Wie gesagt, die Quelle ist aus meinem Discord, das hat einer geschrieben. Wenn ihr dabei sein wollt, dazu kommen wir gleich. Und was gibt es noch so an aktuellen Transfergerüchten? Schauen wir mal bei transfermarkt.de rein. Die haben eigentlich immer eine ganz gute Übersicht. Ja, wie gesagt, Julian Weigel. Buanga ist immer noch heiß gehandelt. Merlin Röhl, über den hatte ich auch schon mal eine Aufnahme gemacht. Und Bellio. Ne? Bellio ist aktuell das heißeste Gerücht. Ich bin mal gespannt. Ich würde ihn gerne bei Borussia begrüßen. Also Bellio, wenn du das siehst, komm zu Borussia, wir brauchen dich, wir brauchen da einen starken Mann. Und genau, das sind so die aktuellen Transfergerüchte, viel mehr gibt es da auch gar nichts zu sagen. Dann haben wir noch, Farke will eine Einheit bei Borussia aufbauen. Das ist, ja, so soll es ja auch sein. Ne? Hier der Bericht von Fußball News. Ja, und ich glaube einfach, dass diese Saison entscheiden wird, kluge Entscheidungen zu treffen. Das fängt schon an bei Verlängerungen von Spielern. Da bin ich wirklich, wirklich gespannt, wie das aufgelöst wird. Also wie gesagt, es gibt zu Hofmann noch keine Gerüchte, dass er bleibt oder geht. Es gibt zu Jan Sommer noch keine Gerüchte, dass er bleibt oder geht. Wie gesagt, Jan Sommer hat aber einen Vertrag vorliegen, den er noch nicht unterschrieben hat. Bei Benze Baini deutet sich alles auf einen Abschied an. Obwohl diese Gerüchte jetzt um PSG und AC Mailand aber auch länger nichts mehr gehört. Stand am Sonntag auch in der Startelf gegen Oberachern. Dann haben wir noch Thuram und Plea, wo auch noch nichts fest ist. Dann hast du trotzdem noch einen Stindl, noch einen Kramer, noch einen Janschke, noch einen Hermann, die auslaufende Verträge haben. Da ist auch noch nichts gekommen. Also wie gesagt, da müssen sehr, sehr clevere Entscheidungen getroffen werden, auch für die Zukunft. Da bin ich gespannt, was Ruvirkus macht. Wie gesagt,
Da hat er noch einiges zu tun. Ich bin gespannt. Ich glaube, bei Gladbach wird es noch ordentlich rappeln bis zum Ende der Transferphase, Ende August. Und ich fand auch gut, dass Farke gesagt hat, wir brauchen einen starken Transfersommer. Den brauchen wir auch, aber auch auf beiden Seiten. Neuverpflichtungen, die noch kommen müssen aus meiner Sicht. Aus meiner Sicht müssen ein Stürmer kommen und ein schneller Flügelspieler. Fand ich super, dass er bei der ersten Pressekonferenz gesagt hat, dass wir einen starken Transfersommer brauchen. Den brauchen wir auch, damit wir meine Saisonprognose erfüllen können. Platz 4. Könnt ihr gerne nochmal reingucken. Und wir brauchen aus meiner Sicht auch clevere Entscheidungen im Management. Ich glaube, auf lange Sicht gesehen musst du langsam noch einen neben Wirkus installieren. Wir haben es gesehen, Eberl ist daran kaputt gegangen an dem Job auf Dauer. Das wird Wirkus genauso gehen, weil es einfach für eine Person, glaube ich, in der heutigen Zeit, gar nicht mehr handelbar ist. Ne? Ist einfach nicht mehr handelbar. Und auf dem Platz müssen dann auch clevere Entscheidungen getroffen werden. Ne? Alle müssen sich reinhauen und da sind wir wieder. Wir brauchen eine Mannschaft auf dem Platz und ich glaube, der Farke ist einer, der da eine richtige Einheit zusammenschweißen kann. Und wir am Ende einfach eine richtig, richtig starke Saison spielen werden. Jetzt mache ich mich auch nochmal groß. Wie gesagt, alles gut. Und am Samstag, die Bratwurst- und Bierpreise bleiben gleich im Stadion. Also für alle, die im Stadion sind, die Bratwurst und Brötchen mit Senf kostet 3,50 €. Das Bier, der halbe Liter, 4,50 €. Zuzüglich 2 Euro Pfand. Das bleibt gleich. Und jetzt kommen wir nochmal zum Discord, wo auch das Bellio-Gerücht herkam. Wie gesagt, ihr braucht die App, die könnt ihr euch installieren, entweder aufs Handy oder Website, wie ich jetzt auch habe. Und dann seid ihr im Discord, wir sind fast 300, noch 10 Leute, also gebt Gas. Hier wird alles besprochen, allgemeines, Transfer-News, wo ihr der eine Kollege geschrieben hat, dass Bellio wahrscheinlich diese Woche unterschreiben wird. Er hat da auch eine Quelle genannt, Spieltagstalk, da könnt ihr euch zum Spiel austauschen, Fahrgemeinschaften. Wenn einer noch ein Ticket über euch hat, könnt ihr da euch connecten. Ne? Das ist wirklich eine super Sache. Da kann man eine richtig, richtig dicke Borussia-Community aufbauen. Das ist mein Ziel. Das erste Ziel sind jetzt erstmal die 300 voll zu machen. Und dann ist die Discord-Werbung auch vorbei. Und wie gesagt, ich bin am Samstag im Stadion. Wenn ihr auf meine Knie achtet, die sind noch gekennzeichnet von einigen Knie-OPs. Kreuzband-OP letztens und Knorpelschaden hatte ich. Deswegen werde ich einen 3-Stunden-Fanmarsch leider oder 2-Stunden-Fanmarsch von 10 bis 13.30 Uhr nicht mitmachen können. Aber ich werde rechtzeitig im Stadion sein, so gegen 13 Uhr, und werde vorher wahrscheinlich in Gladbach-Reit in ein paar Kneipen gehen, ein paar Bierchen trinken. Wenn ihr mich treffen wollt, schreibt mir einfach. Vielleicht gehe ich noch ins Fanhaus, wenn das aufhat, und in den Biergarten. Und wie gesagt, ich stehe im Block 16. Wenn ihr mich erkennt, einfach anschreiben. Ansprechen. Ich freue mich und wir sehen uns dann morgen wieder, hoffentlich wieder mit gutem Ton. Verzeiht mir das nochmal, tut mir unheimlich leid. Und jetzt wünsche ich euch einen super Mittwoch. Es ist wieder Bergfest, wir haben es fast geschafft. Morgen gibt es dann noch mein Feedback zur Pressekonferenz. Am Freitag gibt es meine Ausstellung. Am Samstag gibt es nichts, da könnt ihr mich live treffen. Am Sonntag gibt es nichts, wahrscheinlich. Oder am Montag gibt es dann die Spieltaganalyse. Dienstag bin ich wieder in Berlin und dann sehen wir uns Samstag zum ersten Mal. Nächste Woche Samstag gibt es ein Watch-Along. Also ich werde das Spiel live kommentieren gegen Schalke auf Twitch. Da könnt ihr euch noch freuen. Und jetzt macht's gut. Ciao.